Ja, Buddy, was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV und herzlich willkommen zu einem Community gegen den Rest der Welt. Also fünf Leute, die insgesamt zur Geilo Family gehören und vier davon, außer mir natürlich, waren noch zusätzlich im Povrot TV Chat. Dort finde ich euch, falls ihr mal mit mir spielen wollt. Viele fragen ja immer, viele schreiben mir bei Facebook. Das ist übrigens eine von den Nachrichten, wo ich nicht zurückschreibe, weil ich immer auf die Nachrichten zurückschreibe, wo mir jemand wirklich echte Probleme schreibt und wo jemand irgendwelche Sorgen hat. Und dann diskutiere ich mit den Leuten gerne. Aber wenn es darum geht, wie spiele ich mit dir, Povrot, einfach bei Povrot TV online sein, beziehungsweise in den Chat joinen. Und ich habe keine festen Zeiten. Ich bin einfach spontan, mal morgens, mal abends online. Jetzt die nächsten Tage werde ich relativ viel spielen. Ich weiß nicht, ob ich dann auch viel aufnehmen werde, aber auf jeden Fall könnt ihr mich da ab und zu mal erwischen. Ich nehme die Leute relativ random, also ich habe da keinen Favoriten oder so, wen ich da einfach mit reinnehme ins Game. Auf jeden Fall gucken wir mal, dass wir jetzt mit Ahri gegen Talon klarkommen. Und Talon ist leider ein Ahri-Counter. Und ich bin mit Ahri natürlich nicht der Geübteste. Das ist einfach einer von den vielen Facebook-Wünschen, die ihr mir in letzter Zeit auch wieder geschrieben habt. Und ich werde jetzt, glaube ich, auch nicht in jedem Game wieder erwähnen, dass es ein Facebook-Wunsch ist. Denn tatsächlich ist jetzt die nächsten 15 bis 20 Tage werden das alles Facebook-Wünsche sein. Also von daher, stellt euch schon mal darauf ein, dass eure Wünsche erfüllt werden. Und ich lege jetzt los. Gegen Talon. Talon ist gay. Okay. Kann ja sein. Das ist schon mal gut. Dann steht das schon mal nicht auf mich. Denn Ahri ist weiblich. Und ja, Thunderlords Decree immer mal draufkriegen. Na, ich bin gespannt. Das heißt, Talon ist ein Counter. Wie eklig wird er jetzt für mich sein? Im Moment spüre ich davon noch nicht viel. So, ich nehme mal den Charm, falls er irgendwie overextendet. Also ein bisschen weh tut er mir schon. Ah, ist noch nicht so mega schlimm. Er hat Level 3, ich habe Level 3, also da sind wir auf jeden Fall even. So, was viele nicht wissen, dass der Ball, die Q von Ahri, wenn die zurückkommt, dann macht sie True Damage. Magischen Schaden, wenn sie hinfliegt, wenn sie zurückkommt, True Damage. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall immer noch mit ein bisschen mehr Schaden rechnen. Auch wenn die Gegner Magieresistenz haben, das nützt halt nichts gegen True Damage. Hopp. Oh, ich flashe raus. Digga, da flashe ich raus, Alter. Ey, der hätte mich trotzdem fast gehabt, ne? Gut, dass Udyr dabei war, ey. Gut, dass Udyr dabei war. Der Stunt von ihm hat hier viel ausgemacht. Aber wisst ihr, was jetzt mein Problem ist? Ich habe nämlich jetzt keinen Flash. Wow! Und genau in dem Moment kommt Jax. Junge, als ob ich es wüsste, ey. Das war so obvious. Gut, ich komme jetzt erstmal mit ein bisschen Equipment gegen Talon. Also ich werde jetzt ein Morello Nomicon bauen und dann ein Sonias Stundenglas. Also ich will auf jeden Fall ein paar mehr Death-Werte haben und ich will diese Stasis haben. Ey, hat er mich jetzt wirklich noch geknallt, der Jax? Ich habe keine Ignite, ich habe keinen Flash. Genauso sieht es aber auch bei Talon aus. Von daher ab Level 6 haben wir eigentlich beide so eine Art Power-Spike. Also wir werden sehen, wie das dann ausgeht. Hopp, ich glaube, Leute, die könnte haben. Könnt ihr doch haben. Wow. Ich bin mir ja ziemlich sicher sogar. Da bin ich mir ziemlich sicher gewesen. Gerade weil Jax auch seinen Dodge nicht mehr hatte.
Für Fiora und Udyr Free Damage. Oh, ich habe echt nicht genug Mana. Ich habe echt nicht genug Mana. Ich habe echt nicht genug Mana. Och komm. Och komm. Oh, ihn da aber wieder herrlich erwischt. Na, er wird jetzt zurückgehen. Der geht nicht zurück, Alter. Mutiger Talon. Yes, ich habe eine Ulti. Shit. Nein. Die wichtige Kambuffa fehlt. Die habe ich natürlich gebraucht. Oh ja, yeah. Da habe ich ihn wieder erwischt. Junge, ist das hier gerade ein Spiel mit dem Tod? Ja. Oh ne. Udyr! I need you. Na, ah, er kommt nicht ran. Puh. Hätte ich meine Ulti gehabt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde den Talon gleich nochmal packen. Na komm, ich hole mir mal den Blue Buff. Und dann gehe ich erstmal zurück. So. Merci beaucoup. Und jetzt kann ich erstmal ganz kurz shoppen. Ich habe Ignite gleich wieder ab. Ich habe Ignite plus Ulti. Talon wird seine Ulti aber auch haben. Die hat relativ kurze Abklingzeit. So, total offensiv. Zwei Potties noch mit rein. Und jetzt heißt es mal wirklich den Talon killen. Ahri hat ab Level 6 ein schönes Assassin-Potenzial. Mit ihrer Ulti drei Flashes sozusagen, mit der sie hin und her jumpen kann. Also im besten Fall zweimal offensiv, einmal defensiv oder irgendwie so. Also man kann diese Mobilität, die sie ab Level 6 bekommt, wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzen. So, Fiora, kommst du noch klar? Jetzt heißt es nur richtig pariert. Oh Mann, ey. Wie hat das so zuckrig gemacht? Ach. Das ist nicht dein Ernst, ne? Da verhaue ich alles. Also beziehungsweise nur die E, aber die E ist das Wichtigste. Yes! Oh, da habe ich ihn wunderbar erwischt. Ah, ich bin so ungeübt mit Ahri. Ich hab ihn! Yes! Nein! Jarvan! Wie schnell er da war! Aber die Aktion war cool. Die war cool.
Hat perfekt geklappt. Ich wollte das auch genauso. Ihn so ein bisschen baiten. Ich hatte noch den dritten Jump defensiv ab in den Tower und er hat sogar seinen Flash dafür benutzt. So, da habe ich schon meinen Kill bekommen. Allerdings, Führer, jetzt kannst du ihn vielleicht kriegen? Das wäre perfekt, das wäre perfekt. Lass ihn mir, lass ihn mir. Nice. Nice, und in der Botlane haben sie jetzt auch noch mal was bekommen. Oh, Baby. Yes. Gut, dass er gestorben ist, sonst hätte er den Red Buff gehabt. Ich komme vorbei. Yes, habe ich schon mal vertrieben. Komm. Yes. Ich wollte schon sagen, der Kill muss doch mir gehören. Jarvan ist gar nicht so. Oh shit. Nice. Oh, der ist jetzt da. Puh. Aber die Gegner haben Drake. Ah, damn it. Das hat Talon ganz gut gemacht. Der ist ja einfach unsichtbar quasi schon in uns rein. Und dann hat er, also mit seiner Ulti. Starker Move. Und Twitch kann auch unsichtbar kommen. Also die haben auf jeden Fall einiges an Champions, die uns unsichtbar überraschen können. Ah, was gibt's jetzt für mich? Ich habe gesagt, ja, ich will ein bisschen was Defensives. Ich mag das eigentlich nicht, defensiv zu bauen. Ihr kennt ja ein bisschen meine Videos, glaube ich. Ich mag lieber immer, wenn man offensiv baut, wenn man richtig schön schnetzelt, wenn man die Kills holt. Aber gegen Talon, gegen... Also Stundenglas ist mega. Ihr habt einfach diese Stasis. Ihr könnt 2,5 Sekunden eure Cooldowns sozusagen beschleunigen. Und von daher ist das schon mega geil. Ja, ab zum Blue Buff. Das mit dem Reset ist so schlecht. Der resettet viel, viel zu schnell. Also ein bisschen rumlaufen sollte der schon können. So, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einfach stärker als Talon. Und dass ich ihn kriegen kann, ich muss ihn vielleicht ein, zwei Mal anpoken und dann... Und dann kann ich ihn auch, denke ich, mit meiner Ulti... Ah, schade. Dann kann ich auch mit meiner Ulti dann anjumpen. Puh. Der Flash war vielleicht ein bisschen schnell gesetzt, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Puh, es ist echt nicht einfach. Macht ihr das mal. Spielt mal einen Champion, den ihr fast nie spielt. Und dann guckt mal, wie ihr euch auf einmal mit diesem Champion fühlt. So unsicher. Man kann den Damage gar nicht perfekt einschätzen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Feeling, als ob man seine Mains spielt. So. Und als YouTuber muss ich natürlich auch ab und zu andere Champions spielen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich genieße das ja auch immer wieder, neue Champions für mich zu entdecken. Obwohl ich sagen muss, Ahri habe ich jetzt, glaube ich, nicht für mich entdeckt. Also die ist schon ganz cool, aber da bräuchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Übung und ich will natürlich noch das ein oder andere Ranked jetzt auch in der Preseason schnell hinterherziehen. Also da werde ich jetzt nicht Ahri extra noch ein bisschen länger üben. Aber ein schöner Champion auf jeden Fall. So.
Ja, das war ein Fehler. Bom. Yeah, buddy. Damn. Oh. Nice. Nice, nice, nice. Oh, Jarvan auch. Nein. Oh, da ultiert er mich sogar noch. Das ist frech. Das ist frech, diese Ulti hier. Was passiert hier? Oh, oh. Schafft sie es? Oh mein Gott. Ein herrlicher Slide. Good job. Ich kann mir nichts. Yo. Genau, geh doch schön in den Tower rein. Was hatten die eigentlich? Devourer? Ne, Warrior, okay. Whoop. Whoop. Yes. Nein. Er konnte flashen. No. Ja, hat er sein. Oh, nice. Jetzt ist Führer da. Jetzt ist auch die Botlane da. Eine Chance für uns. Ich habe nicht genug Mana. Ich brauche aber im Notfall nur einen Charm. Ja, jetzt habe ich erstmal genug. Shit. Ich kann mich bewegen! Oh mein Gott. Ich kann mich gerade nicht bewegen, Leute. Sonst hätten wir den auf jeden Fall gehabt. Habt ihr meine Stimme gehört gerade? Wie die sich überschlagen? Nice, Führerregel. Ja, hier ist irgendwo noch der Talon. Gut, für mich gibt es jetzt endlich mal den langen Start. Und damit sollte ich mal die Gegner jetzt gleich wegrasieren. Boah, schön pariert, schön pariert, schön pariert. Genau, Udyr muss erstmal abwarten, bis die Ulti abgelaufen ist. Nice. Ey, die Fiora ist einfach auch nicht mehr zu knacken. Ich finde Fiora so dermaßen stark, Leute. Fiora ist eine der besten Toplanerinnen, die es gibt. Einfach durch das Parieren, sie kann von jedem Champion. Meistens hat ein Champion so einen oder, naja, vielleicht manchmal zwei, aber oft wirklich nur einen wichtigen Spell, der entscheidend ist, der vielleicht ein bisschen CC gibt oder den Hauptdamage macht. Und sie kann einfach mit ihrem Parieren, kann sie den wichtigsten Spell nahezu, also nicht immer blocken, weil dafür ist ja die Abklingzeit ein bisschen höher, aber in den entscheidenden Momenten kann sie einfach die, genau den wichtigen Spell blocken und es bringt einfach so dermaßen viel. Nice, dankeschön. Oh, ho, ho, ho. Das nenne ich Bedrängnis, ja.
Die war auf jeden Fall im Bedrängnis gerade. Traue ich mich nicht mal mit meinen Fuchsschwänzen da so nah ranzugehen. Ich glaube, der ist schon ziemlich stark, oder? 8-4 hier. Ja, ja. Der ist stark. Zack. So, tatsächlich verspricht das ein spannendes Ding zu werden. 11-17. Und so richtig dominieren tun wir es gerade auch nicht. Talon, der wird trotzdem eklig. Der hat ja nicht so übertrieben verloren oder so, die Lane. Also eigentlich hat er es ganz gut gemacht. Ich fühle mich auch ziemlich unsicher mit Ahri. Also mit... Also mit anderen Champions könnte ich da bestimmt mehr machen. Na klar. Na klar, da ist der Jax schon wieder. So, der Wave Clear ist wenigstens schnell. Das heißt, da habe ich schon mal ein bisschen den Druck rausgenommen. Er will mich anspringen, er will mich anspringen. Da muss ich einfach schneller reagieren als er. Okay, Fiora ist da, jetzt hat er natürlich Angst. Yes, BC. So, ich mache einen Abflug. Ich habe jetzt mein Stundenglas und das soll mir auf jeden Fall helfen, wenn Talon mich wieder anspringt. Oh, dass ich da ein bisschen sicherer bin. Wow, für mich ist das noch nicht vorbei. Das ist jetzt doch noch nicht vorbei. Shit, das ist doch vorbei. Wow, guckt euch den Jaximus an. Wie viele Kills hat er inzwischen? 4-3 und er hat sich jetzt 3 davon geholt. Also der war meilenweit hinten. Aber irgendwann kriegt er ja auch sein Late Game. Oh. Na klar, der Tower-Fokus natürlich den Super-Tank. Oha. Und jetzt sind wir richtig zurück abgeschlagen. Die Gegner hatten auf jeden Fall jetzt hier gerade ihr Comeback. Und du bist tot. Komm. Jax jetzt einfach mit 6-3. Der hat sich gerade 4 Kills. Der Jax zerstört ja richtig. Ja, jetzt hat er auch sein Late-Game-Equipment so langsam. Also beziehungsweise die 2 essentiellen Items, die er wirklich braucht. So, ich hab... Oh. Bim. Nice. Weiter geht's. Wir haben unseren Inhibitor nicht. Also es passt alles. Nice. Und da sieht man schon einen Fehler von uns. Und sofort können die Gegner sich den Inhibitor knallen. Oh. Ey, das Ding ist, ich glaube, die baiten uns mehr als wir sie, oder? Ja. Ey, ich muss so vorsichtig sein und im richtigen Moment noch Stundenglas am besten aktivieren. Thank you.
Nein, meine Q hat hier auch nicht mehr getroffen. Wie ist das jetzt ausgegangen? 1:1. Yes! Wenn BC grapscht. Wow. Yes, 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 das passt, das passt. Oh mein Gott. Jarvan, der passt nicht. Der passt hier nicht. Oh, komm. Junge, Junge, Junge. Yes, yes. Haben wir sie geaced? Wir haben sie geaced. Oh, sweet. So, zack. Ich brauche den Blue Buff und ich brauche auf jeden Fall... Warte, ich habe den Blue Buff, ne? Genau, aber ich kann ihn auf jeden Fall hier wieder refreshen. Und wir brauchen auf jeden Fall Drake. Oh, Jaximus lebt. Und der Jax kann uns richtig gefährlich werden. Okay. Nice, nice, nice. Good job. Da kommt er sogar schon. So, das nächste Item, was ich auf jeden Fall bauen werde, das ist ein offensives Item. Das heißt hier Ludens Echo. Und ihr kennt meine Videos. Ich mag es auf jeden Fall lieber offensiv zu bauen. Ich habe es ja schon vorhin erwähnt. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall nur noch offensiv bauen. Das heißt Ludens Echo, Rapidons. Auf jeden Fall die Magie-Durchdringungsschuhe. Dann habe ich noch ein... Dann habe ich noch hier ein Void Stuff wahrscheinlich offen und dann war es das. Hopp, 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 hopp. Ein bisschen out of position ist der Junge. Yes! Habt ihr es gesehen? Den Jarvan, Alter. Aber der Jarvan ist so fett. Der ist so fett mit seinen 10-5. Alter, obwohl wir einer mehr sind. Wir sind ja gerade 5 gegen 4. Das ist trotzdem gefährlich. Nice. Die Charms, die sitzen hier aber echt, ey. Nice. Also jetzt haben wir es echt so langsam in der Tasche. Es gab diese eine Aktion, wo die Gegner fast den Inhibitor bekommen haben. Da hätten wir es fast gethrowt. Beziehungsweise der Jax hat auf einmal mega rasiert. Der hat auf jeden Fall sein Comeback, aber jetzt funktioniert es. What? Das ist sehr gefährlich, Junge. Ja, kannst du auch kurz auf die Minions warten. Zack, so. Jetzt sind sie da. Upp. So, noch Jax wieder. Schade, er hätte einen Schritt in meine Richtung gehen müssen. Ist hier noch eine Chance? Die Frage ist, wo gehen die Gegner jetzt hin? In hier. Und? Yes! Yes, 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 yes! Es hat gereicht mit Stundenglas. Oh, sweet! Yeah, und Talon wollte mich deshalb auch angreifen. Aber es hat nicht sein sollen, wegen dem Stundenglas. Und dann war auch noch das Team da. Nice, GG. Jetzt sehen es die Gegner auch. Die Community ist einfach die geilste, die es in League of Legends gibt. Und jetzt holen wir uns endlich den Inhibitor. Hoffentlich. Aber oh, den
Jarvan, der Jarvan, der Jarvan. Oh, die Ulti von Jarvan countert ihn fast selber gegen diesen Ezreal. Und der steht 9-1. Yeah. Und die Gegner surrendern. Schönes Ding, richtig schönes Spiel. Ich bin nicht die beste Ari, das muss ich zugeben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, der Facebook-Wunsch ist trotzdem erfüllt. Ich bin euer Pop und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.